Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter. Wir stehen vor Feldwebel Nox und wir... Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Genau, wir quatschen mal mit dem. Okay, was ist das? Als Abenteurer werdet ihr in den Besitz von vielen vorteilhaften Verzauberungen und Artefakten gelangen, aber wusstet ihr, dass diese Gegenstände noch weiter verstärkt werden können? Ihr solltet Bredda, die Weise, aufsuchen. Sie kann euch mehr darüber verraten, wie Gegenstände verbessert werden können. Ihr könnt sie im Waisenladen in Protectors Enclave finden. Na, dann nehmen wir das doch mal an. So, ich bin in einer neuen Spielsession. Ich habe... Boah, das Spiel finde ich... Also, gerade im Moment finde ich das ziemlich geil. Ich habe gestern, glaube ich, 3 Stunden aufgenommen. Genau nach 3 Stunden habe ich aufgehört, weil... da ging es... Soll ich zu dir? Nein, ich soll da weiter. Da ging es aber nicht darum, dass ich... Hoppala, Entschuldigung. Dass ich keine Lust mehr hatte, sondern... ich habe immer das Problem, wenn ich eine Datei, die über 3 Stunden ungefähr geht... bei mir ins Renderprogramm reinzieht, dann nimmt er das teilweise nicht an. Und deshalb habe ich da mal aufgehört dann. Und jetzt geht's in mit neuer Frische. Geht's jetzt weiter. Bei Neverwinter. Hoppala, jetzt renne ich schon vorbei. Ach, da muss ich rennen. Und wir können auch gleich nochmal gucken. Denn... Wo ist jetzt das nochmal? U war es nicht. P war es. P war es. Oder? Gefährten? Ne, Gefährten war es nicht. Charakter, Geschichte, Kräfte, Talente. Scheiße, Alter, wo waren der. Wo waren das mit den. Mit den Herstellungen da, meine ich. Ne, J war es nicht. N. N war es! Hey, N war es! Okay. Wir haben ja das letzte Mal irgendwas hergestellt. Eisenerz sammeln haben wir gemacht. 5 Plattenschild EP, okay. Plattenschmied EP. Hier, Eisenerz sammeln, was ist das hier? Das ist Holzkohle. Die müssen wir anscheinend kaufen, weil wir die nicht bekommen hier irgendwoher. Anscheinend müssen wir Holzkohle dann kaufen. Okay. Schauen wir mal, was wir hier noch so machen könnten. Waffenschmiede, ja. Weiter. Aufgabe beginnen. Das machen wir jetzt kurz mal am Anfang. So. Wir warten. So. Belohnung erhalten. Schneider. Machen wir auch. Aufgabe beginnen. So. Ich spreche dabei mal mit der Tussi da. Herzlich willkommen. Ihr seid doch bestimmt gekommen, um etwas über Verzauberungen zu erfahren. Stimmt's? Am besten lernt man noch immer durch Übung. Ich gebe euch alles, was ihr zum Veredeln und Aufwerfen von Verzauberungen braucht. Na klar, Oma. Magie ist wie Feuer. Der kleinste Funke kann ein wütendes Inferno auslösen. Ja. Schauen wir mal, was das mit dem Veredeln auf sich hat. Ich habe schon einmal veredelt, aber ich habe noch keine Ahnung, was das überhaupt bringt. Durch das Veredeln und Aufwerten einer Verzauberung, eines Runensteins oder Artefakts könnt ihr diese mächtiger machen. Ich werde euch einen Ring mit einer Verzauberung und zudem weitere Verzauberungen geben, mit denen ihr die erste verbessern könnt. Außerdem gebe ich euch ein Reagenz, mit dem ihr den Gegenstand verbessern könnt, sobald die Veredelung abgeschlossen ist. Los, probiert es aus. Schließen Sie diesen Dialog und öffnen Sie den Inventar. Wählen Sie den Ring des Schützen aus und wählen Sie dann veredeln. Okay, das sollte ich hinkriegen. So, ist das der Ring? Okay, Ring des Schützens und dann Verzauberung veredeln. Ah! Okay, da könnte ich das hier... Ah, okay, ich kann die Ringe veredeln. Das ist interessant. 18 zu viel. Okay. Dann würde ich mal sagen, veredeln bei den mal. Sie verfügen nun über ausreichend Veredelungspunkte, um die Verzauberung aufzuhalten. Dies ist Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Diese Reagenzien werden bei der... Ah, okay. Ach, und jetzt kann ich den auf... Ah, okay. Klicken Sie auf Aufwertung, um Aufwertung zu... Aber sonst sollen Sie benötigen Reagenzien, bis Sie können das durchführen. Okay. Sie können diesen Gegenstand höher noch aufwerten. Die benötigen Reagenzien gehen sowohl bei Erfolg als auch bei Fehlschlag verloren. Möchten Sie versuchen? Ja, möchte ich. Du
Aufwertung erfolgreich. Dieser Gegenstand hat nun Rang 2. Weiter. Hm. 60 Punkte. Seid ihr sicher, dass ihr Rang 1 benutzen wollt, um dunkles Emblem Rang 2 zu veredeln? Oder die bereits veredeln? Abbrechen. Das wäre... Okay, ne. Okay. Passt schon. Okay, sehr schön. Ich würde mal sagen, dann rüsten wir den auch gleich aus. Hä? Hatten wir nicht schon einen Ring angelegt? Ich dachte, wir hatten schon einen Ring angelegt. Okay, anscheinend nicht. Bredda? Es gibt so viel zu sehen in dieser Welt. Ja, ist ja gut. So, Quest abschließen. Hätte ich Verzauberungen vielleicht. Nee, ich glaube, das habe ich jetzt alles kapiert mit den Verzauberungen. Das brauchen wir nicht nochmal. So, dann nehmen wir mal den Weber da an. Lederarbeit. Komm, machen wir den Typen mal schnell. Gehen hier dabei raus. Mein Gott. So. Abgeschlossen. Was haben wir als nächstes? Bildhauer. Aufgabe beginnen. So, wir gehen natürlich zurück zu Feldwebel Nox. Das annehmen. Kettenschmied. Aufgeben. Also den Auftrag aufgeben. Ne? So, dann wird er auch fertig. Wir wählen Schmied. Euer ersten Polierer an. Okay, da kriegen wir sogar noch solche XP. Hoppala. Ja, ja, ist ja gut. So, dann wäre der auch fertig. Alchemie. Mal beginnen. Hopp, so. Wir sprinten dahinter. Um Feldwebel Nox zu unterrichten. Von unseren Abenteuern. Die jetzt gar nicht so tragisch waren. Okay, ein Gefährte. Eure bisherige Arbeit zum Wohle der Stadt ist sehr beeindruckend. Doch fortan wird es für Alleinreisende sehr gefährlich werden. Es gibt hier in der Enklave einen Mann namens Bael An-Ashok, der Abenteurer mit Gefährten versorgt. Er kann euch alles genau erklären, wenn ihr Interesse habt. Stattet Bael beim großen Handelszentrum einen Besuch ab und erfahrt etwas über Gefährten. Ich habe mit ihm ausgemacht, dass ihr für eure harte Arbeit kostenlos einbekommt. Ja, das finde ich doch mal schön. Dass wir da kostenlos einbekommen. Wo gehen wir? Ach so, nee, ich habe noch den eigenen Wegpunkt markiert. So, gucken wir hier mal kurz rein. Schön. Und das geht nicht. Warum? Hilfe, Person, Schwarzeisform. Hä? Muss ich den Typen nicht erst bekommen oder so? Naja. Okay, dann machen wir hier mal das da. Wenn wir da 75 EP kriegen, hallo? Warum sollte man das nicht machen? Ja. Aber wir müssen auch erstmal schauen, was wir das dann so herstellen können. Wir müssen auf jeden Fall jetzt dann noch Holzkohle und so weiter kaufen. Machen wir noch. Machen wir alles noch. Ja. So, der Typ wäre fertig. Ach, das können wir im Prinzip eigentlich immer wieder machen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Führung. Aktuelle Erfahrung erforderlich für nächsten Rang 100. Ah, okay, und wo ist denn der Plattenschmiede? Eigentlich können wir das doch mal durchaus ausführen, oder? Oder kann der hier noch was anderes finden? Ne, da brauche ich immer mehrere. Okay. Dann findet er mal. Na Gott, 6 Stunden. Ja, das kann ich später auswählen. Mit 6 Stunden kann ich später auswählen, wenn ich die Aufnahmesession beende. Weil dann kann er das schön offscreen machen. Der Händler da. Huch, was macht er denn? Ach du Scheiße. Was war er denn? Auf einmal verwandelt er sich. Ein schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der Siegerstraße ist.
Naja. Und sich, sorry. Hallo, Bell. Wenn ihr einen Gefährten benötigt oder irgendwelche Fragen zu Gefährten habt, dann seid ihr bei mir genau richtig, mein Freund. Wie kann ich euch helfen? Ach, natürlich, das ist nicht vertont. Gefährten kämpfen mit euch, heilen euch und stehen euch in all euren Abenteuern bei. Sie sammeln Erfahrung und ihr könnt ihnen Ausrüstung geben. Wenn euer Gefährte ausreichend Erfahrung gesammelt hat, solltet ihr ihn zur Ausbildung schicken. Nach wenigen Minuten wird er stärker als zuvor zurückkehren. Na, so eine schnelle Ausbildung will ich auch haben. Das ist aber noch nicht alles. Jeder eurer aktiven Gefährten wird euch oder eurem gerufenen Gefährten einen aktiven Bonus verleihen. Ihr könnt eure Gefährten sogar auf ihre eigenen Abenteuer auf ihre eigenen Abenteuer schicken, von denen sie sogar Schätze für euch mitbringen. Die meisten aktiven Boni erhöhen die Attribute eures Charakters. Sie geben beispielsweise eine höhere Chance auf kritische Treffer oder vermindern den eingehenden Schaden. Einige aktive Boni werden zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch eure Angriffe, andere Aktionen oder auch Heilungen ausgelöst. Ihr solltet eure Gefährten genau anschauen und die richtigen auf aktiv setzen. Abenteuer der Schwert. Ist eine Würfelbox jetzt online spielen, dem ihre Gefährten einen Namen gegeben haben, wird es aktiv. Abenteuer der Schwertküste. Aha, aber das will ich gar nicht spielen. Dieses Online-Ding da. Okay. Wir haben viele Begleiter für euch, mit freundlicher Genehmigung von Lord Neveramber. Ich erzähle euch gerne mehr über sie. Für welche möchtet ihr erfahren? Waffener, Heillehrling, abtrünniger Magier. Waffener erstmal. Der Waffener ist ein Gefährte des Typs Verteidiger. Verteidiger besitzen die höchste Verteidigungswerte im Spiel und etwas Angriffskraft im Nahkampf. Sie stehen im Kampf oft in vorderster Reihe und allgemein befinden sie sich immer am Ort des Geschehens. Verteidiger eignen sich gut, um Feinde abzulenken, während Schaden ausgeteilt wird. Wie alle Gefährten muss euer Waffener euch auf eurem Abenteuer begleiten, um Erfahrung zu sammeln. Und anschließend zur Ausbildung, um aufsteigende Kräfte. Genau, ja. Gehen wir eins zurück. Der Heillehrling. Der Heillehrling ist ein Gefährte des Typs Anführer. Anführer unterstützen euch im Kampf unter anderem mit Buffs und Mit Buffs und Heilungen. Sie haben hohe Verteidigungswerte, aber ihre Stärke besteht vor allem darin, euch zu beschützen und zu heilen. Sie eignen sich gut dazu, euer Überleben im Kampf zu sichern. Wie alle Gefährten muss euer Heillehrling euch auf eurem Abenteuer. Ja, ist sehr gut. Abtrünniger Magier. Der abtrünnige Magier ist ein Gefährte des Typs Taktiker. Taktiker haben oft mit einer Vielzahl an Gegnern gleichzeitig zu tun. Ihre Angriffswerte sind höher als ihre Verteidigungswerte und sie verwenden ihre Kräfte, um bei mehreren Gegnern gleichzeitig Schaden zu verursachen. Ebenso setzen sie ein, um Gegner zu schwächen, zu verwirren oder zu verlangsamen. Taktiker eignen sich gut als proaktive, schadenverursachende Verbündete. Okay. Und der Hund. Der Hund ist ein Gefährte des Typs Schläger. Na toll. Schläger verursachen großen Schaden bei einem einzigen Ziel und haben die am höchsten Angriffswerte unter allen Gefährten? Na, das stimmt nicht ganz. Oder? Bin ich jetzt blöd? Schläger verursachen großen Schaden bei einem einzigen Ziel. Haben die höchsten Angriffswerte, müsste es eigentlich heißen. Unter allen Gefährten. Sie eignen sich gut, um eine hohe Verteidigung auszugleichen oder die ausgeteilten Schäden im Kampf zu maximieren. Das ist jetzt schwer. Ich schwanke gerade zwischen Waffener, Heillehrling und Hund. Ich glaube, ich nehme den Heilerlehrling. Heilerlehrling, so heißt er. Nicht Heillehrling. Ich glaube, ich nehme den Heilerlehrling. Weil der heilt uns und hat aber auch gleichzeitig noch eine hohe Verteidigung. Ich meine, den hohen Angriff, den haben wir ja selber. Dann brauchen wir den Hund nicht dazu. Ich wähle den Heilerlehrling. So. Okay, Heilerlehrling wird zur Sammlung Kleriker von Neverwinter. Okay. Ist der im Inventar drin oder so? Gefährten ansehen. Kann ich den jetzt irgendwie ausrüsten? Ach so, okay, ich kann den jetzt dann ausrüsten. Doch auf diesem Platz können Defensiv-Runensteine noch erst derzeit leer. Attributwerte, Gesundheit 2000, 2000 ist schon ganz gut. Verteidigung 10. Naja.
Das Geschäft läuft diese Woche ausgezeichnet. Ja, ist sehr gut. Ansonsten... Was ist denn Binden? Oh, klicken wir lieber nicht drauf. So, nee, U war's nicht. O war's. Nein, O war's auch nicht. N? Nee, N war's auch nicht. Scheiße. P war's. P war's. Gefährten. Aktive Gefährten? Kann ich die irgendwie... Sind sie ein Gefährten aus der Liste links? Hä? Aus der Liste links? Ach so, um deine Details anzusehen. Ach so. Ja, kann ich den... Das Geschäft läuft diese Woche ausgezeichnet. Boah, bin ich blöd? Oder muss ich hier vielleicht erst raus? Was heißt, was macht denn das, wenn ich die bin? Wenn sie Heilerlehrling an sich binden, können sie nicht länger damit handeln oder es verstehen. Wenn sie... Ah, okay. Heilerlehrling. Boah, wie nennt man denn jetzt einen Heilerlehrling? Einen Heilerlehrling. Boah, das ist jetzt schwer. Boah, ich bin in so Namen überlegen und so eigentlich voll schlecht. Ein Heilerlehrling. Eine neue Bestellung. Boah, Leute, darauf war ich jetzt nicht gefasst. Auch irgendeinen extravaganten Namen so. Ja, nicht extravagant, sondern untypisch, irgendwie sowas. Lexon nennen wir ihn. So. Gefährten. Lexon. So, ist der jetzt aktiv? Okay, Hals. Belebendes Amulett. Plus 12. Plus 21 Erholung. Ja, da kann man mal tragen. Brauchen wir ja nicht. So, was ist. Was wäre dann passiv? Naja, passiv lassen wir mal über. So, Eine neue Bestellung schreckt an. Ich bin die Heilung in Person. Okay. Das ist schön, dass du Heilung in. Wo führt jetzt der uns hin? Zen-Händler. Warum führt der uns jetzt hier hin? Warum führt die, das Spiel uns jetzt hier hin? Er hat hier Gefährten. Also hier kann ich anscheinend Gefährten kaufen oder so. Pakete. Komisch. Mit Händler des Handelszentrums sprechen. Ach so, oder... Ah, Händler des Handelszentrums, ach so. Okay. Ja, abgeschlossen. Abtrünniger Magier, hier könnte man die jetzt verkaufen. Oder kaufen. Oder so. Will ich aber nicht. So, mit Zen-Händler sprechen. Ach so. Jetzt du. So. Pflege und Fütterung, Belohnung abholen. So, wir nehmen den verstärkten Runenstein an uns und können mal gleich gucken, können wir dem den eigentlich, ja, den plus 80 maximale Treffpunkte, plus 20 Kraft. Das ist doch mal schön. Dann gehen wir mal raus hier. Solange der Stahl heiß ist. So, ich bin die Heilung in Person. Ist der jetzt endlich fertig? Nee, 43 Sekunden noch. Was machen wir der? Weil mal... Wo führt jetzt uns das hin? So Feldwebel Nox zurückkehren. Okay, dann machen wir das mal. Und kehren mal zu Feldwebel Nox zurück. Ich glaube, da kann ich auch hoch. Ja. Da kann ich auch hoch. Was gibt's eigentlich Neues? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich habe vor der Aufnahme habe ich noch schnell einen Talentpunkt und einen anderen Punkt verteilt. Das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, aber das war jetzt auch nicht so spannend. Ich habe einfach den Punkt verteilt. Ist der jetzt fertig? Ah, 4 Sekunden. So, jetzt hat er aber. So, schön. Plattenschmied. Was könntest du noch machen? Ja, ich glaube, weil wir den Schmied brauchen werden, sammeln mal du ein bisschen weiter. Hallöchen, Nox.
Wir haben das abgeschlossen. Da ihr jetzt einen Gefährten habt, werdet ihr sicher auch schwierigere Aufgaben meistern können. Und wie es der Zufall will, habe ich auch gleich welche für euch. Okay, Quest abschließen. Wir haben 10 EP bekommen. Turbulente Zeiten. Ihr habt bereits etliche Male mein Vertrauen gewonnen. Nun hoffe ich, dass ich euch auch in dieser heiklen Angelegenheit vertrauen kann. Einer meiner Männer, Joseph Linkletter, hat sich seit Tagen nicht mehr gemeldet. Ich befürchte, es ist wegen seiner Frau, Dorothy. Sie ist eine Verseuchte, berührt von der Zauberpest. Und ich fürchte, es wird schlimmer. Ich möchte, dass ihr nach den beiden in ihrem Haus nahe der Treibholztaverne seht. Tut alles in eurer Macht Stehende, um ihnen zu helfen. Ich kann das Gesetz des Beschützers nicht ignorieren. Euch aber stehen alle Wege offen. Okay, für 4000 FDP machen wir das doch gerne. So, wo ist der Typ? Lexon, kommst du mit? Ja, du kommst mit. Finde ich schön, dass du mir gehorchst. Hui. So. Erstmal abkürzen. Wo lebt denn der Typ? Ach, da unten lebt er. So, dann gehen wir durch. Dann dürfen wir aber auch gleich da sein, eigentlich der. Ja. Da vorne rechts. Kommt der eigentlich hinterher? Ne, der kommt nicht hinterher. Mein Gott, ist der langsam. Der benutzt nicht die Schleichwege. Ich habe ein Wort für euch. Blutsauger. Timora, bitte hilf uns! Es geht um meine Frau Dorothea. Sie wurde im letzten Winter verseucht, aber wir haben es verheimlicht, sodass sie nicht nach Helm's Hold gehen musste. Es wurde aber immer schlimmer. Ich habe den Magier Rezat um Hilfe gebeten. Er hat ihr bereits vorher geholfen und seine Medizin kann Dorothea wieder zurückverwandeln. Das ist aber nur möglich, wenn jemand sie ruhig stellt und ich kann ihr das nicht antun. Sie ist dem Wahnsinn verfallen und hat sich oben im Zimmer eingeschlossen. Würdet ihr mir bitte helfen? Okay. Dann machen wir das mal. Müssen wir die jetzt kloppen? Oder was? Wer bist jetzt du? Vielleicht könnt ihr helfen. Ich habe Dorothea einige Medikamente gegeben, die ihr zu ihrer menschlichen Form zurückverhelfen sollten. Es kann jedoch nur wirken, wenn sie sich beruhigt oder wenn sie zumindest ruhig gestellt wird. Unglücklicherweise würde Joseph seiner geliebten Gattin niemals ein Haar krümmen. Und in ihrem derzeitigen Zustand dürfte es selbst jemandem mit euren Fähigkeiten schwerfallen, sie ruhig zu stellen. Danke für die Warnung, mein Freund. Aber das ist unsere Aufgabe. Also rein da. Wo ist er denn? Hoppala! Alter Schwede! Halt, so, das wird. Komm, geh jetzt im Schlag. Ja, schön, dass der Typ uns. Aua, heilt die ganze Zeit. Das läuft. So. Komm, go. Tja, da hat sie nicht mit uns gerechnet. Und zack. Was ist aus mir geworden? Wir finden einen Weg, um dich zu beschützen. Das verspreche ich. Ja, ich würde mal sagen. Bitte, Dorothea. Ihr macht es bloß noch schlimmer. Dorotheas Zustand ist schlechter als erwartet. Dem harten Gesetz des Beschützers nach müsste sie eigentlich nach Helm's Hold ins Exil geschickt werden. Sollte sie jedoch mein verstecktes Hospiz im Turm des Trostes erreichen, dann kann ich sie behandeln. Leider können wir sie in diesem Zustand nicht unter freiem Himmel dorthin schaffen, aber ich kenne einen versteckten Weg durch die Kanalisation, über den wir die größte Distanz überwinden können. Ja, mein Freund, aber die Kanalisation ist nicht immer sicher. Das ist wahr. Die Todesratten streifen manchmal durch diese Kanalisation.
Aber wir haben weder Zeit zu verschwenden, noch darf Dorothea entdeckt werden. Ihr müsst sie beschützen. Ich gebe euch etwas von meinem Elixier. Wenn Dorothea ängstlich wird, gebt ihr eine Dosis. Und zwar bevor sie sich verwandelt. Wenn sie sich vollständig verändert, müsst ihr sie wohl wieder ruhig stellen. Joseph kann den Anblick seines geliebten Weibes in solch einem Zustand nicht ertragen. Und daher wird er auf der anderen Seite auf uns warten. Okay. Dann machen wir das mal in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.